Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Bilk. Ja, wir machen mal ganz schnell einen Einsatz mit dem Deutz, weil ich habe ja ganz erfolgreich in der letzten Folge eine ganze komplette Wiese vergessen zu mähen. Das müssen wir nachholen. Ja, und dann gehen wir mit dem Schwader auf die Wiesen. Ja, dann machen wir daraus Ballen und dann wickeln wir die ein und dann lassen wir die schön verfaulen. Dann haben wir Silage und wenn wir die verkaufen, dann haben wir Geld. So ist der Plan. Oh Gott, der fährt weiter. Was ist denn du, Kollege? Du hast Vorfahrt, versteh mal. Ja, hör auf zu hupen, du hast Vorfahrt. Quatsch, bin ich voll. So. Okay, Entschuldigung. Ja, okay, warte mal, wie kommen wir denn hier hin? Zu der Wiese, die wir vergessen haben. Das war die hier vorne, ne? Ja, da steht der Bierwagen, das ist unser. Bierwagen, nein, Bienenwagen. So, ein Bierwagen wäre auch nicht schlecht. Oh Gott, hier ist ja voll der Abhang. Die Rehe sind hier auch wieder oben auf. Aber alle, ne? Guck mal. Ihr hört das Ding komplett uns? Ja, komplett. Okay. Ja, wo fangen wir hier an mit der Schnibbelei? Wollen wir einfach hier vorne anfangen? Ja. Mal gucken, wie das hier läuft. Nicht, dass er was auslässt oder so. Mal schauen. So, erstmal außenrum. Eieiei. Ey, das haben wir vergessen. Da habe ich ja nicht mehr dran gedacht. Also die anderen beiden Wiesen war ja klar. Aber das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm hier, das Ding. Ich meine, mir sollte recht sein, wenn wir mehr Gras haben, haben wir am Ende mehr Silageballen. Und die ist auch, glaube ich, gar nicht so klein. Hier ist auch die Fläche. Das ist voll geil. Dann nehmen wir doch alles mit. Wunderbar. Ja, ich habe mir nämlich gewundert, weil ich habe den Bienenwagen hier stehen sehen. Und da hat es mich dann wieder so eingeholt. Ja. Da wusste der wieder Bescheid von wegen, hä, warte mal, die gehört doch uns hier. Hab ich voll vergessen. Hatte ich absolut nicht mehr auf dem Schirm, aber okay. Nun sind wir ja da. Guck mal hier, auch wie sie hier lang schlendern und spazieren. Guck mal, richtiger Marsch. Ey Leute, ohne Quatsch, die olle Wiese, die ist voll groß. Das ist ja voll krass. Na hallo, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Wir machen erstmal Grünlandtechnik. Na, also hier generell Grasschnitt und sowas. Während wir von hier an der Stelle irgendwie zu einer Alpinen-Map oder sowas gegangen, dann hätten wir, glaube ich, sehr, sehr viel mit Gras gemacht. Weil du hast halt nur Berge, Hänge, Wiesen und vielleicht ein oder zwei Felder. Der Rest ist irgendwas anderes. Deswegen, ich hatte ja eigentlich Bock ursprünglich auf eine Alpinen-Map, gerade wegen der ganzen Grünland-Geschichte hier. Und wenn wir hier ein bisschen Gras mähen können, ist ja nicht verkehrt. Hat den einzigen Vorteil, hier kommen wirklich richtig Ballen runter. Und wenn wir den Acker hier vielleicht nochmal so ein bisschen verhübschen, ne, so ein bisschen mit Pflügen, eventuell, was jetzt nicht unbedingt nötig ist. Aber ich würde echt mal probieren, wenn wir das Gras hier weg haben, ob wir mit Kalk und was ausrichten können. Ob der die Texturen technisch überhaupt überlagert. Das wäre noch in Erfahrung zu bringen. Aber wenn ja, dann können wir hier den Ertragbonus deutlich steigern. Es sei denn, wir beißen in den sauren Apfel und machen hier immer richtig klar Schiff, Kahlschlag. Alles weg, unterflügen, neu ansehen und dann sind die Wiesen damit noch ertragreicher. Also das, was wir da zusammengeschwadert haben beim Schafstall, kann sich ja sehen lassen. Also die Grasschwade, die sind ja richtig dick. Das lohnt sich ja wirklich. Also von der Sache her, schauen wir mal. So. Dann müssen wir irgendwann noch Heu machen. Dann müssen wir Silage noch einlagern für die Kühe, dass wir dann irgendwann mal an die Mischration rankommen. Ich sage euch ehrlich, wie wir die Mischration anrühren, das ist mir jetzt auch noch ein Rätsel. Also entweder müssen wir irgendwo noch so einen Futtermischmachapparat hinstellen. Oder wir rufen uns wirklich so einen Fischapparat, entweder als Anhänger oder als selbstfahrendes Fahrzeug.
Ja, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber Mischrationen müssten wir schon... Wir haben noch nicht mehr Kühe, aber wenn, dann müssten wir auf jeden Fall Mischrationen irgendwann füttern. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne erstmal einen ordentlichen Futtervorrat schaffen. Und die Kühe vielleicht mit Heu füttern. Also nicht über dem Gras. Ich meine, würden die sich auch drüber freuen, ist halt Futter. Aber ich glaube, bei Heu, da würde die Produktion schon deutlich besser werden. Ich weiß gar nicht, geben Kühe bei Heu eigentlich schon Milch? Also reproduzieren die sich da? Da müsste man mal so eine Langzeitstudie machen, aber... Ja, ich weiß nicht. So, dann hätten wir hier schon mal soweit alles durch. Geht ja doch relativ zügig, dafür, dass die Grasfläche ja nicht so klein ist hier, ne? Das mäht sich so weg. Das klappt schon. So. Guck mal, die Rehe sind auch bodenständig geworden. Sehr schön. Ey, das ist mir richtig unangenehm gewesen in der letzten Folge. Da haben wir voll die Wiese vergessen, aber okay. Naja, jetzt sind wir ja da. Dann hat der Schwader ein bisschen mehr zu tun. Können wir eine Runde Zetor fahren, ist doch geil. Und wie gesagt, mit dem MB-Truck würde ich dann sehr gerne die Ballenpresse führen. Und mit dem Fan können wir den Ladewagen immer bei den Schafen rüberjagen. Das könnten wir vielleicht als erstes machen, wenn wir hier fertig sind mit dem Mähen und mit den Schwaden, dass wir da mit dem Ladewagen schon mal alles in Fahrsilo reinfahren. Da wäre nämlich interessant, wie viel da am Ende zusammenkommt. Also ich denke mal, Lohn zum Verdichten tut sich das auf gar keinen Fall. Auch wenn der Ertrag schon höher ist. Aber da müssten wir dann vielleicht wirklich alle Wiesen komplett auf Vordermann bringen. Mit Flügen, Kalken, Düngen hast du nicht gesehen. Und da müssten wir da vielleicht mal alle Wiesen reinfahren. Aber sonst brauchst du damit mit Fahrsilo und Grassilage nicht anfangen, oder? Die sind ja nur 3 Schubkarren voll. Da lacht da der Hund drüber. Geht ja nicht. Das lohnt sich ja fast gar nicht zu verkaufen. Da macht sich das mit Silageballen deutlich besser und handlicher. Weil die brauchen wir da nicht wieder rausfummeln. Die laden wir auf und bringen sie weg, sind wir fertig. Aber ja. Die soll ja nicht zum Verkauf sein, die Silage, sondern da hätte ich ja gerne irgendwie, ja, schon wirklich gerne Kuhfutter draus gemacht, Mischration oder so. Haben wir dann halt zwar in loser Form, aber da kriegt man ja wieder geregelt irgendwie. Ja, und Feld 16 wäre für Kartoffeln ja nicht so verkehrt. Wäre sehr im Budget, sag ich ganz ehrlich. Da müssten wir mal schauen, wann denn Kartoffeln ausgebracht werden können. Dann würde ich aber den Acker auch erstmal vorbereiten. Dass wir da schönen Ertrag haben, dass sich das auch lohnt, weil die Fläche ist nicht groß. So. Haben wir gleich. Gleich sind wir fertig mit Grasmähen. Okay. So, in der Zeit, wo er sich hier transformiert, würde ich mal in den Wald mal schnell reingucken, ob wir hier vielleicht doch noch irgendwo ein Sammelobjekt finden oder so. Aber ich glaube, hier in dem... Oh Gott, hier waren nur Blätter. Aber ich glaube, in dem Wald waren wir schon, oder? Haben wir hier nicht letztes Mal so was gefunden? Mähdrescher, Traktor, der war doch der hier, glaube ich. Ich lasse mich auch sehr, sehr gerne einen besseren belehren. Wenn wir hier noch ein Schaf oder irgendwas finden. Wasserfass oder sonst was. Der wäre da auf jeden Fall dabei. Mehr Geld kann nicht schaden. Dann können wir nämlich Acker kaufen. Acker! Und, was ich nochmal abklären wollen würde, ist, wie viel Leistung hat denn dieser Class Xerion, der Kleine? Wenn der nämlich um die 300 PS hat. Dann wäre der nämlich sehr, sehr passend zu dieser Horsch 9 DC. Der Sämaschine, die irgendwann mal unser eigen sein soll. So war jedenfalls mein Plan. Aber so wie den Anschein macht, ist hier im Wald nichts zu holen. Schade eigentlich. Bei den Hochständen hatte ich letztes Mal schon geguckt, glaube ich. Ne, hier waren wir schon. Würde mich sehr wundern, wenn hier was Neues ist. Sitzt da oben in der Nähe.
Ist manchmal auch echt getarnt. Also im Schnee war es halt verbuddelt. Echt krass war das. Aber haben wir gefunden. Na, ich bin hier durch Zufall nochmal so durch den Acker durch und über das Feld hier durch den Wald. Und dann dachte ich so, hey, warte mal. Wir gucken einfach. Siehe da. Ich glaube, 3 oder 4 Sammelobjekte hatten wir nochmal gefunden, die richtig Kohle gebracht haben. Ja, okay, das sollte ja aber gewesen sein. Ich wollte eigentlich ja nicht so ausschweifend hier suchen. Entschuldigung, aber ja, die Neugier. Ihr wisst doch Bescheid. Wie es halt immer so ist. So, apropos Neugier. Wir gucken nochmal. Die Seemaschine, die Horsch Pronto 9DC. Ja, der Gerät. Braucht 270 Pesen. Oh, war der hier? Der Xerion? Durchaus möglich. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Nee, hier versteckt er sich nicht. Halt, dann ist er bei Großtraktoren. Oh Mann. So unfassbar viel Zeug hier im Mordordner. Ekelhaft. So, wo ist denn der Onkel? Da. Ja! Oh, 315 Pesen. Wäre eigentlich ja nicht so schlecht. Ne, wenn wir hier volle Hütte nehmen, könnten wir damit klarkommen. Oder? Das ist doch ja keine so schlechte Idee. Dann können wir den für die Seemaschine nehmen. Okay, ich wollte endlich nur nach der Leistung schauen. Wir haben zu tun. Wir müssen den Schwader schwingen. So, jetzt haben wir aber wirklich alle Wiesen fertig. Und warte mal. Nee, hier haben wir schon geguckt. Nein, wir suchen jetzt keine Sammelobjekte. Ich muss mich echt zwingen, dass wir hier immer am Ball bleiben. Guck mal, dieses Feld, hier hätte ich sehr, sehr gerne Kartoffeln. Was ist denn hier Phase? Ihr düngt, muss ich flücht werden, war ja klar. Abgeerntet, Sonja-Bohnen waren hier. Okay. Gut, merken wir uns. Diese Wiese ist unser. Okay, wir können hier schon durchfahren. Das ist ja, vor allem wenn unser Land ist, dann können wir es ja offiziell. Das ist ja richtig nobel. Pass auf, wir parken immer hier an der Seite. Was wechseln hier? Sonnenblumen, war? Ja, okay. So. Underding und Action. Wie gesagt, hier machen wir den Grasballen. Die wickeln wir dann zu Silageballen und dann ist das gut. Hier müssen wir dann schauen, ob wir hier Kalk geworfen kriegen. Oder wollen wir wirklich mit dem Flug rüber? Ich bin mir da echt nicht sicher. Das wäre echt Arbeit. Da müssen wir hier Gras ansehen. Ich meine, das lohnt sich wahrscheinlich. Und den Zirkus, den müssen wir bei Gras einmal betreiben. Dann haben wir für immer Ruhe. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sich das langfristig lohnt, wenn wir hier wirklich, ne? Wisst schon. La Cetor avec la Schwader. So geht das. Nö, die beiden arbeiten recht gut zusammen hier. Ich muss generell sagen, den Schwader hatte ich sehr, sehr oft schon in Verwendung, weil der ist für kleine Traktoren von der Leistung her echt nicht schlecht. Der hat im Vergleich zur Leistung eine echt gute Arbeitsbreite. Da schaffst du ordentlich was mit weg. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich gut. Den hatten wir schon auf der Elm Creek gehabt, möchte ich sagen. Das erste Let's Play im 22er. Und ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit dem Gerät. Also doch, das klappt schon. Oh ja. Okay, aber jetzt müssen wir uns ranhalten. Jetzt müssen wir hier erstmal die Felder alle durchschwaden. Da haben wir erstmal ordentlich Pensum. Also kann ich euch jetzt schon sagen, Ballenpressen machen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal. Na? Haben wir erstmal 3 Wiesen abzufrühstücken. Aber die Arbeitsbreite mit dem Schwader ist wirklich deutlich größer wie die mit dem Mähwerk. Theoretisch müssen wir hier ein bisschen flinker sein, wie beim Grasmähen. Und bei uns hetzt der keiner. Wir haben alle Zeit der Welt. Ach so, warte mal, guck mal, ich wollte ja noch. Wenn wir die... Ah, siehst du, das ist ja nicht so doof. Pass mal auf. Wenn wir die Ballen alle gepresst und gewickelt haben,
Dann könnten wir die doch eigentlich hier mit so einem Apparatismus immer in so ein, oh Gott, das ist so teuer, in so einen Dreierhaufen übereinander stellen und dann mit dem Teleskoplader, mit dem Anbau, den wir haben, ne, diesen Ballengreifer, können wir dann drei Stück mit immer nehmen und auf einen Anhänger stellen. Wollen wir das mal so machen? Dann müssen wir so ein Ding aber kaufen. Ihr merkt euch das, ne? Weil ich habe ja einen Kopf wie ein Sieb manchmal. Ich sage nur, Wiese vergessen zu mähen. Deswegen, ja. Das tun wir hin. So machen wir das. Mal was Neues ausprobieren. Also, ich glaube, wir hatten schon mal so einen Ballenstecker gehabt für HD-Ballen, aber für große Ballen, glaube ich, nicht. Ich wäre nämlich sehr praktisch. Oh, warte mal, ist das die Frage? Kann das Ding silarische Ballen sammeln, wenn die schon gewickelt sind, weil die verändern ihre Größe? Das ist total bescheuert. Du machst Grasballen, wickelst sie ein und dann sind sie kleiner. Ich hört irgendwie jedes Ballen ein anderes Maß, sobald es irgendwie Silage oder Gras. Ja, ist verrückt. Ist egal. Ja. Ich glaube, im 17er oder so, da waren die großen Ballen, die waren immer 4 oder 8000 Liter Balleninhalt. Ob das nur Stroh oder Gras oder Heu war, das war vollkommen egal. Ich glaube, da war die Literzahl der Ballen immer die gleiche. Jetzt variierte der ja stark. Also ein großer Silageballen ist weniger drin von der Literanzahl wie ein großer Strohballen. Das ist total verrückt. Machen wir hier mal eine harte Kehrtwende. Und ziehen hier durch. Ey, die Wiese hier, die ist auch gar nicht so clean. Mag man nicht unterschätzen. Das ist echt krass. Aber ich denke mal, das schaffen wir heute noch, ne? Zusammenschwaden, das kriegen wir hin. Ich glaube schon. Sagen irgendwie bei meinem Mikro irgendwie das Monitoring. Also, dass ich mich mal jedet nicht. Entweder macht mein Headset langsam Kapitulation und die weiße Fahne hoch oder so. Ich meine, das ist auch schon älter als. Ach Gott. Naja, doch. Ey, mit dem. Oh, war ja. Mit dem Headset habe ich die ersten Videos aufgenommen. Mit dem Mikro, was ja an der Seite hochgeklappt ist. Mittlerweile habe ich ja schon ein bisschen was vernünftiges, aber. Eieiei. Leute, die Zeit, ich sage euch. Wird mal Zeit für ein neues Headset. Ich glaube, das wird ja auch langsam all. Geht schon auch ein bisschen diese komische Kunstleder an diesen Ohrmuscheln-Dingern ab da. Ist aber nicht mehr schön. Also hat mega Klang, macht keine technischen Probleme überhaupt nicht. Aber ja, irgendwann wird es wahrscheinlich mal was Neues werden. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Also, weil ich bin mit dem, was ich habe, mega zufrieden. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht neu besseres hatte. Aber wenn ich jetzt im Laden stehen würde, ehrlich gesagt, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Das Ding ist, nehme ich wieder ein Headset mit einem Mikro dran oder nehme ich ein reines Lautsprecher-Kopfhörer-Ding oder. Weil, wenn ich wirklich mal hier, keine Ahnung, mein Mischpult oder was fällt aus oder ich habe hier mein großes Mikro geht kaputt oder das Kabel, das steht in Flammen, keine Ahnung, dann hätte ich immer noch ein Backup, wisst ihr? Also, dann hätte ich immer noch mein Headset-Mikrofon, wäre zwar wieder hier, gefühlt Schuhkarton-Tonqualität, aber besser als ein Stummfilm. Ja. Ich glaube, ich wäre maßlos überfragt, wenn ich jetzt im Laden stehen würde und mir ein Headset oder einen Kopfhörer kaufen müsste, weil, keine Ahnung. Ausprobieren wäre geil. Aber wenn du im Laden jetzt sagst, ey, kann ich mal mitnehmen? Ich will mal kicken, ob das geil ist. Dann sagen die, hä, kannst du mitnehmen und kaufen? Dann mach doch, was du willst. Aber schwierig. Ja. Aber hey, wir machen erstmal das Gras schön.
Ja, also den Gedanken hatte ich öfter schon mal, mir ein neues Headset zu kaufen. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht welches. Noch nicht mal welche Marke. Also das ist jetzt von, ohne Quatsch, das ist ein Logitech. Das ist, oh Gott, das ist schon. Oh weia. Ist das von 2000? Wann kam Star Wars Battlefront raus? War das 2015? Ich glaube, da hatte ich mir das geholt zum Online-Spielen. Mit meinem Kumpel zusammen. Oh Gott. Ey, das sind ja fast 10 Jahre. Da wird aber wirklich Zeit für neue Leute. Jetzt, ja, ich sage ja, die Zeit, die holt dich irgendwann ein, ne? Das ist dann sehr erschreckend. Auch mit anderen Dingen im Alltag. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn du so überlegst, ja Mensch, wie lange ist man denn jetzt schon aus der Schule oder aus der Berufsschule raus und ist man im Arbeitsleben oder wie lange hast du schon Führerschein und da denkst du, boah, wo ist die Zeit? Weil man fühlt sich einfach überhaupt nicht so. Wahnsinn. Und das wird halt mit einem, also, ne, umso älter man wird, umso schlimmer wird das. Die Zeitempfinden, die rast ja richtig. Hat manchmal Vorteile, aber meistens nicht. Gerade vom Empfinden her. Aber ja, denk mal, die Probleme haben alle. Ich finde voll schön, wie die Bienen hier rausgeflattert kommen. Direkt rein in den Traktor. Die Kamikaze. So, und schön, die schmeide ich einfach ab in die nächste Schwart. Ein nahtloser Übergang. So. Die Wiese wird uns ja noch ein bisschen beschäftigen mit dem Schwader. Wir könnten jetzt sehr effizient arbeiten, ne, und mit die ollen Rechbesen hier direkt am Limit fahren, aber ich habe lieber ein bisschen Überlappung, dann treffen wir wenigstens alles. Ne, und ganz ehrlich, habe ich gerade für mich in dieser Sekunde beschlossen, wir werden jetzt versuchen, Kalk auf die Felder zu fahren. Wenn Kalk angenommen wird, hauen wir Dünger drüber, da sind wir durch mit der Nummer. Und dann könnten wir eventuell beim nächsten Grasschnitt oder nach dem nächsten Grasschnitt mal immer mit einem Flug hier rüber hämmern. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann schon vernünftige Technik haben, die der ganzen Sache auch gewachsen sind. Weil der Flug, der bremst ganz schön. Ne? Also der möchte ein paar Ponys sehen. Da brauchen wir mit dem, was wir gerade haben, nicht wirklich antreten. Ja, mit einem M-Betrag vielleicht. Der würde das Ding wahrscheinlich hier über die Flächen einfach rüber zerren. Ich habe irgendwie Bock auf den Xerion. Mit der Horsch Pronto. Das ist so. Also langfristig ist das schon so ein Ziel auf jeden Fall. Eine versünftige Nähmaschine. Nein, eine vernünftige Seemaschine. So. Ja. Aber diese John Deere Maschine, was wir uns letztes Mal angeguckt haben, die finde ich sehr interessant, weil die kann man halt zusammenklappen. Und dann ist das nicht so ein übel breiter Apparat. Und die ist halt auch bei 9 Meter. Genauso wie die Horsch Pronto. Vielleicht könnte man ja mit Beden zusammenarbeiten. Das wäre ja auch machbar. Ne? Der Helfer, der freut sich ja über Hilfe. Dann kann der Helfer helfen und wir fahren Vollwände oder so. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall sind das so die Pläne für die Zukunft. Gerätetechnisch. Also wir werden hier auf dieser Karte nicht mit einem Big Butt irgendwie die Straße kreuzen. Das fällt definitiv aus. Und, ah ja, in den Kommentaren habt ihr auch geschrieben, so von wegen Fahrzeug, Traktoren und die Rätegröße. Also, ganz kleines Besteck habt ihr gesagt, wollt ihr auch nicht unbedingt sehen. Also, oder ist nicht so angebracht. So mittelgroße Schlepper, ne, das wäre schon was. Ich sag euch ganz ehrlich, so als Highlight sehe ich schon so ein 1050 Fendt oder sowas. Würde hier auch mega reinpassen. Aber das ist dann schon wirklich Endstufe, ne? Das ist ein richtig großes Kampfschwein. Der würde dann hier, ne, alles dominieren quasi. Das wäre so, ja, das wäre quasi der große Big Bud auf einer amerikanischen Farm. Wäre hier vergleichbar mit den großen 1050. Ne, wenn du den hast, dann hast du gewonnen. Dann kannst du alles machen. Aber so in der Richtung, dachte ich. K700 hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Wäre leistungstechnisch auf jeden Fall sehr attraktiv. Kommt hier aber jetzt nicht auf die Map. Ja. Vielleicht mal so ein JCB, ein Fast Truck oder sowas. Das wäre cool, dass wir mal schnell von A nach B kommen, weil die Map, die ist schon recht groß hier. Also Fläche ist auf jeden Fall da. Ne, auch Fahrwege oder sowas.
Weil wir werden hier auf gar keinen Fall alle Felder am Hof bewirtschaften. Da wird mal eins ein bisschen außerhalb sein. Je nachdem, wie die Geometrie das hergibt. Weil also ein bisschen will ich schon darauf achten, dass wir nicht total verknörkelte Felder hier haben, sondern schon eine leichte gerade Linie wäre schon angebracht. Also würde ich sehr bevorzugen. Was da am Ende nur bei rumkommen, werden wir mal sehen. Wie gesagt, jetzt hatte ich erstmal hier den Acker für die Kartoffeln in Aussicht. Das wäre schon ein bisschen cool, wenn wir den hier kaufen, den kleinen da hinten. Aber können wir alles nach und nach Stück für Stück machen? Ich bin auch sehr interessiert, wie viel wir am Ende hier mit der ganzen Silage denn rausbekommen. Da habe ich mir auch noch gar keine Vorstellung. Zumal ich glaube, wir haben den Wirtschaftsschwierigkeitsgrad hier auf schwer, oder? Zeig mal her. Ich glaube, der war auf schwer eingestellt. War das hier? Nee, da. Normal. Okay, 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 okay. Normal ist okay. Dann kommen wir hier wenigstens ein bisschen voran. Der einzige Vorteil ist, wir haben ja den Hof gewechselt gleich von Anfang an, weil den Hof, den wir da haben, ist ja nicht der Starthof. Und auf dem normalen Starthof, wo wir eigentlich starten würden, der Starthof, wo man starten würde, macht ja Sinn. Da steht ein Unterstand mit Solarpaneele. Und ich glaube, der spült uns immer noch Geld in die Tasche. Also haben wir quasi den Vertrag mit dem Solarstromanbieter immer noch laufen und das, was da generiert wird, landet bei uns im Portemonnaie. Bin ich absolut nicht böse drum. Ne, das Geld nehme ich sehr, sehr gerne mit. Aber ich glaube, da kommt das Nebeneinkommen her, weil wenn wir schlafen gehen, das lohnt sich und wir haben ja nicht so viel stehen. Wir haben Bienen, wir haben... Ja, wir haben... den Hühner. Wir haben jetzt ein Gewächshaus. Und wir haben ein oder zwei so eine Funkmastanbieter, so eine kleine Funktürme. Aber ich glaube, das Geld, was da jeden Monat zusammenkam, das war immer deutlich mehr, wie das, was die Dinger normalerweise abwerfen. Deswegen, also irgendwo muss noch mehr Kohle herkommen. Ihr könnt mir vorstellen, dass es von diesem Unterstand ist, mit den Solarflächen, dass der uns trotzdem die Kohle generiert. Kann ja sein. So, die Wiese hätten wir gleich und dann haben wir noch eine. Müssen wir heute vielleicht ein, zwei Minütchen länger machen. Aber ich würde heute sehr, sehr gerne fertig schwadern. Dass wir beim nächsten Mal schön mit der Presse auf den Acker können. Oder mit dem Ladewagen. Mal gucken. Ah, warte mal. Ach, verdammt. Jetzt. Der Gedanke war ja nicht so blöd gewesen beim letzten Mal, oder? Dass wir gleich die Presse hinterherfahren lassen. Wobei, wir hätten uns hier selbst immer schön die Steine in den Weg gelegt, weil die Presse hätte die Ballen geworfen und dann wären wir da durch die Spuren gefahren und dann hätten wir die Ballen ständig vor der Räder. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Immer schön eins in das andere, ne? So wie man kennt. Okay, wie gesagt, eine Wiese haben wir noch. Da eiern wir jetzt hin. Auf dem Weg. Aber wie schön, guck mal, alle brav in einer Linie. Ah, rechts frei, Boot wird eingehalten hier. Sehr, sehr vorbildlich. Halt! Jetzt bin ich aber dran, stehen bleiben. Oh, der hat aber einen forschen Schritt drauf hier, der Kollege. Der hat es eilig. Also entweder muss er ganz dringend irgendwo hin. Oder das ist einer von den schnelleren Kameraden. So, eigentlich geil, die Fahrwege sind nicht sehr weit hier. Ist doch recht zentral gehalten alles. Immer wieder die fliegenden Rehe der Graskoppel, okay. Und Action. So, schön zusammenfummeln hier und dann haben wir. Ja, jetzt würde mich halt nur noch interessieren, ein paar Sammelobjekte fehlen uns ja noch. Warte mal, wie viele fehlen uns denn noch? Uns fehlen noch 14. Wo zum Teufel sollen die sein? Also entweder sind die irgendwo ganz hart unter irgendeiner Grasnarbe versteckt oder so. Oder hinter irgendeinem Hauswinkel. Aber so offensichtlich liegen die hier nicht mehr rum. Ja, also das, was wir beim Überfliegen aus dem Baumenü so sehen und finden konnten, das haben wir schon eingesackt. Die anderen sind eine harte Nummer.
Vielleicht finden wir die auch durch Zufall irgendwie mal. Mal gucken. Was ich selber immer machen könnte, ein Video suchen, wo da vielleicht schon einer mal so eine Sammelobjekt-Tour gemacht hat hier auf der Karte. Das wäre natürlich auch geil, weil dann wisst ihr Bescheid. Müsste ich zwar alles immer abklappern, weil ich absolut gar keine Ahnung mehr habe, wo wir schon waren und wo nicht. Aber das wäre machbar. Ja. Weil wäre finanziell halt geil, wenn wir jetzt dann dieses Geld nutzen könnten, um noch mehr Land zu akquirieren, zu bekommen. Wie gesagt, Kartoffelacker. Dann bräuchten wir auch die Technik dafür zum Ernten. Wobei, da würde ich so einen alten, rudimentären Kartoffelroder nehmen. Da würde ich jetzt nicht mit so einer fetten Erntemaschine anreisen da. Ne, dafür ist der Acker einfach viel zu klein. Da könntest du bald einfach mit der Schippe ran und die so ausbuddeln. Ja, dann mal sehen. Aber erstmal machen wir Silage. Und ich sage euch ganz ehrlich, diese Wiese auf der anderen Seite da, die ist halt, ich weiß nicht, ob wir uns die nochmal anlachen oder lieber nicht. Ja, die wäre halt schön gerade, da würdest du ordentlich vorankommen. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre halt nicht dumm, die zu nehmen. Aber wir haben schon drei Wiesen hier, plus die am Schafstall. Also eigentlich sind wir mit dem, was wir hier zu tun haben, erstmal gut bedient. Siehst du, der Zeto, der macht doch so ein Ding. Ey, der hat schon fast 2 Stunden drauf, der Kollege. Und der ist noch gar nicht so alt. Wobei, ey, wir sind in Folge 22. Wie schnell das geht. Ist ja der Hammer. Weil die Folge, die kommt im Juni, aber jetzt, wo ich das hier aufnehme, haben wir noch lange nicht Juni. Nein, das kommt am 3.6. Heute haben wir den 7.5. Ich muss mir manchmal richtig zwingen, nicht aufzunehmen, sondern mal so ein bisschen, ne, den Folgenpuffer-Vorsprung wieder abbauen zu lassen, weil ich möchte auch auf eure Kommentare eingehen und ihr schreibt schon relativ fleißig, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Bloß, wenn ihr die fühlt, irgendwie einen Monat später kommt. Ja, will euch da irgendwie auch gerecht werden, sag ich mal so. Ne, ich meine, am Ende, ne, gehe ich ja auch drauf ein, aber wenn das 4 Wochen später ist, das ist vielleicht nicht so geil für den einen oder für den anderen. Also wenn, dann könnte ich es voll nachvollziehen. Aber guck mal, ich brauche jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, auf Arbeit, Tor offen, der zieht oder was, habe ich eine Erkältung, richtig fett. Momentan muss ich leider feststellen, wenn ich irgendwie krank werde, dann werde ich auch nicht mehr so, ach naja, so ein bisschen, sondern das haut mich immer richtig weg. Sehr anstrengend, also Leute, ich kann euch sagen, alt werden ist nicht geil. Also erstmal rennt die Zeit, ja, also der olle Wecker, der wird richtig vorgespult. Und ja, wenn du krank wirst, dann auch immer so doll, das ist echt nicht cool. Ich weiß nicht warum. Ja, auch so eine Erkältung wird einfach mal 3 Wochen krank und das nervt. Ja, damals bist du mit einem Schnuppen oder mit einem Husten zur Arbeit gegangen. Heute kommst du nicht mal mehr aus dem Bett raus. Also keine Ahnung, was das ist. Ja. Nee, deswegen dachte ich ab und an, ja Mensch, wenn wir mal kurz so ein bisschen Folgenpause machen, ist okay. Ja, dann könnt ihr alles schön wegschauen und dann sind die Abstände zwischen Kommentar lesen und Kommentar umsetzen nicht mehr allzu groß. Oh, guck mal, Ende ist doch in Sicht. Das geht gut. Also der Sparer hier, ich sag dir ganz ehrlich, der ist von der Größe perfekt. Ein größer muss gar nicht sein, dann bist du wieder so unwendig, dann kannst du dich hier nicht schön bewegen, weil hier sind doch sehr viele Ecken und Kanten und Winkel und der hat genau die richtige Größe, finde ich. Ist okay. Oh.
mal, die Wiese willst du da auch mehr abwerfen, ne? Benötigt Kalk, muss ich flüchtig werden. 50%. Ich glaube, die andere war gar nicht gedüngt, ne? Warte mal, Ertragbonus? Na, ist jetzt weg, okay, aber... Hier hat man schon mal Dünger geworfen. Ich möchte mein... Das Gras... Dürfte jetzt schon ein bisschen mehr sein, wie der Schnitt davor. So... Na, aber es bleibt hier so ein ganz in der Pfütze liegen. Na, das kann ich gar haben, sowas. Jetzt sammeln wir weg mit der Presse. Leute, wir haben's. Es ist gemäht, es ist geschwadert. Können wir hier rüberfahren? Komm, ich hab keinen Bock, mit dem Ding auf der Straße zu fahren. Das ist ja die Behinderung für das ganze Verkehrsvolk hier. Ne? Machen wir mal vorbildlich. Den Mitbürgern zum Gunsten fahren wir mal neben der Straße. Oh, guck mal, der KI-Verkehr, der fährt schon deutlich schneller. Und von hinten würde ja keiner kommen. Na toll. So. Okay, Freunde. Ich fahre jetzt mit den beiden Onkeln nach Hause hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann fahren wir mit dem MB-Truck. Dann können wir den endlich mal in Action sehen. Dann werden wir da mit der Ballenpresse hier erst mit Jensen Schwade auffressen. Da freue ich mich drauf. Das wird supi. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Und drin hauen.